Und damit willkommen zu einem neuen Projekt, zu einer neuen Mod, und zwar Tiberium Secret für Commander Conquer 3 Tiberium Wars. Und ich bin mal gespannt, was die Mod so alles macht. Ich guck mir allgemein nicht so durch, was eine Mod macht, sondern ich guck, eine Mod, ja, kann man spielen. Hat nicht nur eine Seite fertig, sondern hat eben an sich alles Mögliche. Und ob die Kampagne spielbar ist, weil es gibt einige Mods, bei dem ist die komplette Kampagne weg oder absolut nicht spielbar. Also von daher werden wir doch mal sehen, wie bei Tiberium Secret die GDI-Kampagne anfängt. Philadelphia-Uplink erfolgreich. Willkommen zurück, Commander. Die Gefahrenstufe heute ist niedrig. Der Zustand des Planeten verschlechtert sich. Die Tiberium-Kontamination hat kritischen Wert erreicht. In den roten Zonen ist wegen der Kontamination kein menschliches Leben möglich. Die gelben Zonen sind ebenfalls stark kontaminiert, beherbergen aber den Großteil der Bevölkerung. Nach jahrzehntelangen Kriegen und Unruhen sind diese Regionen im heillosen Chaos versunken. Die Bruderschaft von Nott operiert in diesen Regionen außerordentlich erfolgreich. Sie nutzt das Chaos, um neue Rekruten anzuwerben und tarnt so ihre militärische Infrastruktur. Notts Anführer ist ein charismatischer Mann, sein Name ist Kane. Kane hat das Tiberium für den Katalysator der nächsten Stufe der Evolution und ist fest entschlossen, es weiter zu verbreiten. In den letzten Jahren war die Bruderschaft allerdings verdächtig zurückhaltend und hat nur wenige Terroranschläge verübt. Der Rest der Erdoberfläche ist von der Tiberium-Kontamination nicht betroffen. Diese blauen Zonen gelten als letzte Zuflucht und Hoffnung der zivilisierten Welt und stehen unter dem Schutz der Global Defense Initiative. Sie haben nun das Kommando über die an der Ostküste der Vereinigten Staaten stationierten GDI-Truppen übernommen. Viel Glück, Commander. Commander, General Jack Ranger, schön, dass Sie an Bord sind. Es sind interessante Zeiten angebrochen. Wie Sie vielleicht wissen, wurde das Gefahrenpotenzial von Nord auf niedrig zurückgestuft. Und seit Kanes Tod wird die Bruderschaft durch interne Machtkämpfe gelähmt. Es wurden 25% weniger Mitglieder rekrutiert und 4 Stützpunkte aufgelöst. Die Experten rechnen mit einer längeren Friedensphase, aber ich sage, es ist nur die Ruhe vor dem Sturm. Seit 28 Jahren kämpfe ich gegen Nott und kann eines mit absoluter Sicherheit sagen. Solange es auf der Erde Tiberium gibt, ist Nott eine ernste Gefahr. Wenn unser Geheimdienst anderer Ansicht ist, dann nur, weil Nott uns in Sicherheit wiegen will. Deshalb schicke ich Sie nach North Carolina. Die Sicherheitskräfte dort sollten nämlich gestern einen LKW kontrollieren, der eindeutig ein Nott-Fahrzeug war. Bevor er kontrolliert werden konnte, sprengte sich der Fahrer samt LKW in die Luft. Schnappen Sie sich ein paar Truppen und sehen Sie dort nach dem Rechten. Ich hoffe, dass ich mich irre und es ein falscher Alarm ist. Aber falls nicht, wäre es für Sie gefährlich. Das ist Lieutenant Sandra Telfair von InOps. Sie sagt Ihnen alles, was Sie wissen müssen. Lieutenant? Vielen Dank. Guten Tag, Commander. Ich helfe Ihnen gern. Wir wissen bis jetzt Folgendes. Nach der Sache mit dem LKW haben wir die Gegend mit Sky Sentry durchleuchtet. Und Bingo, wir stießen auf ein unterirdisches Energienetz. Mitten im Nirgendwo. Offensichtlich hat Nott etwas vor. Ihr Vorteil ist, dass wir dort eine alte Basis haben. Die müssen Sie aktivieren und die Gegend auskundschaften. Mein Vorschlag ist, greifen Sie den Feind nur im Notfall an. Keine Ahnung, was diese Spinner dort verstecken. Viel Glück, Commander. Ich bin immer erreichbar. Unsere Satellitendaten lassen auf verdächtige Aktivitäten in den Badlands von North Carolina schließen. Die Zonensicherung befürchtet, dass sich die Bruderschaft von Nord in der Region einnistet. Gehen Sie der Sache nach und erstatten Sie baldmöglichst Bericht. Ganz in der Nähe steht eine verlassene Ausbildungsbasis der GDI. Benutzen Sie sie als Ausgangspunkt. Ei, ei. Aber ich will es erstmal von Anfang an alles auch schwer haben. Bitte, danke.
Commander, hier ist das GDI-Oberkommando. Ich bringe Sie über einige der Bodenoperationen auf den neuesten Stand. Initialisiere Video-Uplink. Commander, finden Sie schnell den alten GDI-Vorposten und räumen Sie Gerüchte aus dem Weg, dass Nord-Truppen in der Nähe sind. Bewegung! Gebäude sichern! Empfange Nachricht. Dieser Vorposten wurde vor Jahren verlassen, als er seine strategische Bedeutung verlor. Sobald Sie ihn erreichen, wird er automatisch reaktiviert. Dankeschön. Endlich mal ein bisschen Abwechslung. Erwarte Ihre Befehle, Commander. Initialisiere Video-Uplink. Sieht aus, als wäre Nord wirklich hier. Löschen Sie die Nord-Truppen aus, die unseren Vorposten besetzen. Anschließend nehmen wir den Vorposten von hier aus wieder in Betrieb und gewähren Ihnen Zugang. Aussperren. Hier bisher alles normal. Ohohoho, ja. Nett. Tiberium ist der einzige Rohstoff, den Sie brauchen. Haben Sie eine Raffinerie gebaut, nimmt Ihr Sammler automatisch die Arbeit auf. Wenn er voll ist oder das Feld abgeerntet, kehrt der Sammler zur Raffinerie zurück, um das Tiberium abzuladen. Mhm. Geheimdienstdaten aktualisiert. Da kommt mein MBF. Das ist Ihr mobiles Baufahrzeug. Sobald Sie es stationiert haben, kann es mit dem Bau verschiedener Gebäude beginnen. Geheimdienstdaten aktualisiert. Na dann. Klupsch. Initialisiere Video-Uplink. Commander, Sie brauchen mehr Truppen, um Nord aufzuhalten. Wählen Sie zunächst Ihren Bauhof oder das Gebäudemenü der Befehlsleiste und klicken Sie auf den Button Kaserne. Empfange Nachricht. Bevor Sie weitere Nordtruppen angreifen, brauchen Sie zusätzliche Infanteristen. Bauen Sie zunächst eine Kaserne, um dann in dieser Kaserne 3 Infanterietrupps auszubilden. Ja, ich versuch's. Unzureichende Mittel. Ich will jetzt mal gucken, was das ist. Also ich dachte, das wäre die Kaserne sofort. Warten auf Einsatzbefehl. Roger. Überweg permanent deployed. Crown Control, und okay. Los. Nee, du sollst einfach nur... die Beere mehr ernten. Neue Bauoptionen. Ausbildung. Geheimdienstdaten aktualisiert. Okay. Infanterietrupp bereit. Sie können bis zu 20 Einheiten in die Bauliste einer Kaserne oder anderer Produktionsgebäude aufnehmen. Haben Sie mehrere Gebäude eines Typs, erhöht sich die Zahl Ihrer Baulisten. Geheimdienstdaten aktualisiert. Es geht schon schnell mit dem. Einsatzziel erreicht. Die Frage, was er bevorzugt, wahrscheinlich einfach nur was seitdem in der Nähe ist, ja. Unsere Basis wird angegriffen. Commander, Ihre Energiereserven sind niedrig. Bauen Sie ein Kraftwerk, um die Energieversorgung sicherzustellen. Empfange Nachricht. Bauen Sie ein Kraftwerk, um die Energieversorgung sicherzustellen. Hat Ihre Basis zu wenig Energie, verlangsamt das Ihr Produktionstempo. Mhm. Gebäude offline. Bis zur Fertigstellung können Sie einige Gebäude vom Netz nehmen, um Energie zu sparen. So sichern Sie den Betrieb der übrigen Gebäude. Möchten Sie ein Gebäude abschalten, klicken Sie zunächst auf den Blitzbutton am oberen Rand der Befehlsleiste und dann auf das Gebäude. Sie können nur Gebäude, die Strom verbrauchen, abschalten. Mhm. Möglicherweise müssen Sie mehrere Gebäude abschalten. Sehr gut. Der grüne Energiebalken am linken Rand der Übersichtskarte zeigt an, dass Ihre Basis wieder genug Energie hat. Empfange Nachricht. Schlachtfeld erweitert. Okay, empfangen. Commander, Nord scheint uns bemerkt zu haben. Sie wollen unsere Basis zerstören. Bauen Sie schnell einen Wachturm und platzieren Sie ihn über das Sekundärgebäudemenü. Neues Haltet die Waffen bereit. Sandsäcke, Sandsäcke, verschanzen. Einheit wird angegriffen. Ja, Sir. Hier lang, Männer. Unsere Basis wird angegriffen. Bonusziel erreicht. Kann sogar angreifen. Wo werden wir gebraucht? Ui. Tiberium fällt abgebaut. Initialisiere Video-Uplink. Also gut, Commander. Gehen Sie mit Entschlossenheit vor und schalten Sie den Nordvorposten an der Brücke aus. Ich werde Verstärkung veranlassen. Okay. Empfange Nachricht. Keine starken Nordverbände geortet. Schalten Sie diese Nordgebäude aus. Ei, ei. Raketentrupps sind eingetroffen. In der Kaserne können neue Einheiten ausgebildet werden. Einheit wird angegriffen. Aufgepasst!
Angriffspositionen! Angesichts der vorrückenden Nordtruppen brauchen wir zusätzliche Raketentrupps. Raketen fügen Gebäuden deutlich mehr Schaden zu als normale Infanteriegewehre. Ich will jetzt mal was gucken. Angeblich, wenn das Ding zerstört wird, macht das Schaden. Alter. Meine Leute mit dazu. Ja. Unterstützung. Ist okay, interessant. Macht sie fertig. Bodenunterstützung. Ach Quatsch. Oh, das ist kein Kraftwerk. Infanterietrupp. Empfange Nachricht. Weitere Analyse der Region erforderlich. Reparieren Sie die Brücke, dann können unsere Truppen über den Fluss. Ihr seid die Kampfingenieure, ne? Ja, Combat Engineer. Gebäude Commander. In der Kaserne können neue Einheiten ausgebildet werden. Ausbildung. Geheimdienstdaten aktualisiert. Hard hat with a handgun. Einsatzziel erreicht. Schlachtfeld erweitert. Neues Bonusziel. Bonusziel erreicht. Was ist das andere Bonusziel? Ach, zweite Infanterie. Wird gebaut. Ausbildung. Hard hat with a handgun. Und da oben rein, bitte. Infanterietrupp bereit. Bonusziel erreicht. Ausbildung. Infanterietrupp bereit. Gebäude eingenommen. Infanterietrupp bereit. Abgebrochen. Ausbildung. Melden uns zum dann. Raketentrupp einsatzbereit. Bodenunterstützung. Mann, den Ingenieur wählt man nicht aus mit Q. Alles klar. Das verkaufen, ne? Alles da, die haben ihre Konfessor. Ja. Wird die Mod wird interessant auf jeden Fall. Da sind einige Sachen aus Kindsrache mit dabei. Bonusziel erreicht. Einheit wird angegriffen. Rally to the Brotherhood. Initialisiere Video-Abbild. Diese Nordfahrzeuge machen Probleme, Commander. Bauen Sie eine Landeplattform und Orcas. Sie sind hervorragend gegen Bodenfahrzeuge und Gebäude einzusetzen. Aber Orcas haben nur begrenzt Munition und kehren zur Landeplattform zurück, wenn sie ausgeht. Wird gebaut. Bau unterbrochen. Empfange Nachricht. Orca-Verstärkung trifft in Kürze ein. Sie brauchen eine Landeplattform, um Flugeinheiten zu unterhalten. Jo, alles klar. Besser brauche ich mir Geld. Einheit wird angegriffen. Ja, solange es nicht so schlimm wird wie mit Heroic, wo die Predator absolut Bau abgeschlossen. Super toll waren. Wird gebaut. Oh. Gott, die waren schrecklich. Einheit befördert. Ah, die haben gar keine normale Raffinerie. Sie brauchen eine Landeplattform, um Flugeinheiten zu unterhalten. Einsatzziel erreicht. Ja, bitte. Gib mir die ganzen Sachen. Kann alles doch. Empfange Nachricht. Die Zerstörung des Nordstützpunktes hat oberste Priorität. Ja, danke. Zielanflug. Pilot hier. Jeder Landeplatz kann eine Flugeinheit aufnehmen. Eine Landeplattform besteht aus 4 Landeplätzen. Hat eine Lufteinheit keine Munition mehr, muss sie zur Landeplattform zurückkehren, um nicht abzustürzen. Oh oh. Konzentriert euch! Feuer frei! Oh oh, aua. Neues Bonusziel. Orca bereit zum Abheben. Ganz ruhig. Macht sie fertig! Schmerzen. Bau abgeschlossen. Naja, ging so. Bonusziel erreicht. Angriff. Orca bereit zum Abheben. Ah! Kommt schnell näher. Andere Orcas. Also. Das sind die Orcas. Ui. Feuern jetzt Raketen ab, Sir. Hallo, wo ist... Geben die auch Strom, oder... Power Structure, alles klar. Eigentlich müsste es doch jetzt ankommen, dass hier... Jo, da ist noch mal eins. Onwards. Auf den Boden! Deck on! I hear before battle. Okay, bereit, Sir. Müsste doch trotzdem noch mehr kommen. Kann alles auf. Auch mehr Luftverteidigung. Einheit wird angegriffen. Ich will die Ionenkanone einsetzen, bitte.
Stabilisatoren aktiviert. Ziel zerstört. Einheit befördert. Okay, der Trigger will nicht kommen. Ist okay. Nein, das ist nicht okay. Ausbildung. Aber es ist interessant, dass man für den Wolverine ein Arsenal braucht. Ja, Sir. Erwarten Befehle. Greifen an. Warum? Nähere mich Ziel. Angriff. Heavy gun ship airborne. Wieso kommen Dinger schießen noch einfach so viel schneller die Munition raus? Got the guns. Was auch sehr angenehm ist. Systems engaged. Weapons on full. Wahrscheinlich haben sie aber hier genau das gleiche Problem, wenn man Infanterie reinsteckt und dann der Infanterie sagt, also kurz vorm Ende, kurz vor so reingehen. Also wenn die gerade landen, ne, man Infanterie reinsteckt, die landen und dann die Infanterie rausschickt, dass die keine Infanterie mehr reinkriegen können. Hose them down. Greifen an. All systems on red. Weil das zerstören Sie den Nordstützpunkt, ja, bevor noch schon mehr Schaden anrichtet. Target acquired. Schon dabei. Free fire. An sich sollten die auftauchen. Was sie absolut nicht machen, was immer noch sehr seltsam ist. An sich kommt die an die Luft und dann, ja. Hammerhead here. Moving out. Orca einsatzbereit. Naja, was soll's. Initialisiere Video-Abbild. Ah. Dieser Notstützpunkt ist sehr groß, Commander. Ich gewähre Ihnen Zugriff auf die Steuerung der Ionenkanonen. Setzen Sie sie ein und vernichten Sie den Stützpunkt. Ja? Ionenkanonen-Kontrollknoten aktiv. Ionenkanone ist online. In Position über Ostküste. Feuern, wenn bereit. Initialisiere Video. Nix neu. Gute Arbeit, Commander. Danke. Mission erfolgreich. Commander. Nod hat irgendwas vor und angesichts der Truppenstärke müssen wir uns auf eine Großoffensive einstellen. Ich habe bereits eine Sondersitzung für die D9 einberufen, aber zu einem denkbar schlechten Zeitpunkt. Alle Direktoren sind auf der Philadelphia, diesem verdammten Energiegipfel, weiß der Teufel. Ich muss Sie unterbrechen, General. Aber es ist wichtig, es gab einen Angriff auf das Goddard Space Center in Maryland. Wir müssen gleich Videodaten empfangen. Oh nein. Ist Ihnen klar, was das bedeutet? Nod schaltete unser ganzes nordöstliches Verteidigungssystem aus. Das heißt, die gesamte Raketenabwehr. Die Philadelphia. Der Himmel steht uns bei. Sehr schön. Aber doch hier alles, ne? Blub. Danke. Gut. Und alles. Sehr schön. Gut, dann war es mit der ersten Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Falls euch der Part gefallen hat, lasst doch ein Like da. Und wir hören uns dann beim Pentagon in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Cheerio.